Es ist ganz schön viel los in dieser Börsenwoche. Vor allen Dingen am Donnerstag kam ja eine Flut von Konjunkturdaten, von Nachrichten und natürlich Unternehmenszahlen. Aber abseits des ganzen Trubels wollen wir jetzt mal einen Blick auf den Kalender für Freitag, den 8. November, werfen. Denn auch da erwarten uns wieder einige wichtige, auch kursbeeinflussende Daten. Es geht schon los um 8 Uhr hier in Deutschland mit den Exportdaten für den Monat September. Saisonbereinigt hier im Monatsvergleich rechnet man mit einem Anstieg um 3,2%. Und um 8 Uhr ebenfalls der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes für den Monat September. Hier war es zuletzt ein Zugewinn von 2,3%. Jetzt werden wir mal sehen, was wir dann morgen hier verkündet bekommen. Um 14.30 Uhr kommen zunächst die Konsumausgaben aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Monatsvergleich rechnet man hier mit einem leichten Anstieg um 0,3%. Und die Konsumausgaben sind doch so wichtig, gerade für den Einzelhandel in der größten Volkswirtschaft der Welt, denn dieser Einzelhandel wiederum, der ist maßgeblich für 2/3 des Bruttoinlandsprodukts und insofern sind natürlich auch die Konsumausgaben besonders wichtig und von großer Bedeutung. Aber vielleicht noch ein Stück wichtiger sind natürlich die großen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung, die morgen nun bekannt gegeben werden. Wir bekommen um 14.30 Uhr die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft für den Monat Oktober. Hier rechnet man mit 126.000 neuen Jobs, nachdem es zuletzt 148.000 waren. Also der Stellenzuwachs, der verlangsamt sich offensichtlich hier so ein bisschen. Zumindest wird dies erwartet. Mal sehen, ob es dann morgen vielleicht tatsächlich auch ein bisschen besser ausfällt. Die Arbeitslosenquote kommt auch. Da rechnet man mit einem Anstieg von zuletzt 7,2% auf 7,3%. Auch das werden wir am Freitag natürlich überprüfen. Und um 15.55 Uhr am Nachmittag kommt dann noch der Konsumklimaindex der Uni Michigan für den Monat November. Vorläufige Veröffentlichung. Hier rechnet man mit 74,6 Punkten. Ein Anstieg wäre dies von zuletzt 73,2 Zählern. Und auch einige relevante Unternehmen, auch sehr schwergewichtete Unternehmen am Markt, werden morgen Zahlen vorlegen. Allen voran natürlich die Allianz AG hier morgen mit Daten, aber auch zum Beispiel Puma und Rheinmetall werden ihre Zwischenbilanzen präsentieren.